meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Dieses Mal wird es ein ganz besonderer Vlog, denn ich stecke ganz viel Mühe in die Bearbeitung und ins Videodrehen und sowas rein. Dennis und ich, wir sind endlich in Venedig. Da ist der Dennis. Hallo. Servus. Servus, ihr geht jetzt was essen. Also der Vlog wird ein bisschen besonderer, denn ich möchte ganz viele Eindrücke euch zeigen in einfach Film, ohne dass ich quatsche. Und natürlich möchte ich auch quatschen, weil wir hier so viel erleben werden und ich glaube, das sollte ich auch ein bisschen was quatschen. Und ich glaube, ihr findet es immer ganz gut, wenn ich quatsche. Auf jeden Fall gehen wir heute... Es war so viel Quatsch, 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 Quatsch. Auf jeden Fall gehen wir jetzt essen und morgen ist dann die Hochzeit. Und übrigens filme ich, wenn ich rede, mit der kleinen Canon G7X. Und wenn ich die Aufnahmen filme, dann filme ich mit meiner neuen Kamera. Und zwar ist das die Sony 7, Alpha 7 Mark 3 oder 3. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die Qualität findet. Das wird mir sehr viel weiterhelfen. Ich denke, die Qualität ist ganz gut. Ich hoffe es zumindest. Und jetzt quatsche ich nicht drum herum. Wir gehen los und gehen jetzt was essen. Wir sind jetzt in der Stadt. Wo ist die? Gesehen habt ihr. Ja. Ich hab gesagt, was ist das eigentlich für ein krasses Gebäude? Ich geh so. Bruder, da heirate ich morgen. Ja, Leute, die, wie heißt es eigentlich? St. Markuskirche. St. Markuskirche. Wir sind jetzt hier auf dem Platz und zwar heiraten da Iggy und Sharon morgen in dieser krassen Kirche. Also das, wenn man das mal sagen kann, man hat da drin geheiratet, ist schon krass, gell? Ja. Die Architektur an. Also hier ist richtig schön. Schaut euch mal diese Kirche an, also wirklich wunderschön. Und auch jetzt mit diesem Sonnenuntergang sieht es ganz toll aus und hier ist immer so ganz so viel los. Hier im ersten Restaurant in Italien und ich habe natürlich wieder Spaghetti mit Meeresfrüchte bestellt. Ich zeige euch mal unser Essen. Guten Morgen aus Venedig, denn das ist ein Chiller. Leute, jetzt seht ihr das mal. Hier, das ist ein Chiller. Geht gar nicht, ich bekomme immer die Krise. Ey, ganz ehrlich. Was willst du jetzt nicht? Ich will das so langsam. Erklär's langsam, komm. Nur einmal. Ja, und jetzt? Deswegen sollte man nicht chillen. Auf geht's. Urlaub genießen. Nein. Zack. Ich wollte noch kurz sagen, also wir sind ja hier für eine Hochzeit und die Hochzeit ist heute. Wir werden jetzt auch einfach durch Venedig laufen und ein paar Bilder für mich machen. Und auch mit dem Bräutigam, also den werden wir ein bisschen ablenken. Sie sind hier alles sehr aufgeregt. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass wir halt die Familie schon kennenlernen und die Freunde, die wir davor noch nicht gekannt haben. Und man einfach hier zusammensitzt und frühstückt. Das ist echt schön, weil wir sind hier alle im gleichen Hotel. Und ja, jetzt geht's los. Komm auf! Leute, das ist der Iggy. Wir kennen ihn vielleicht schon durch andere Vlogs. Das ist heute Bräutigam. Wie fühlst du dich? Also ob ich Geburtstag hätte eigentlich, muss ich sagen. Also auf jeden Fall nicht, als ob ich jetzt heiraten würde. Wie fühlst du dich als Trauzeuge? Wunderbar. Wunderbar? Wunderbar. Ich bin der Zeuge, du Schicht. Wie? Du bist der Zeuge. Ja, auf jeden Fall wird es heute gut, gell? Daumen hoch für das Video. So, jetzt springe ich unter die Dusche und mache mich fertig. Jetzt geht's los. Die Vorbereitungen beginnen. Dennis lässt gerade unser Kleid und unser Anzug noch von dem Bräutigam seiner Mama bügeln. Die hat gesagt, sie bügelt. Und da habe ich ja nicht Nein gesagt. Ich bin nicht die beste Büglerin. Und ja, ich springe jetzt auf jeden Fall unter die Dusche. Schau, warum wir müssen dich filmen. Ja, darf der Dennis rein? So, Iggy, wie fühlst du dich? Ich fühle mich gerade wie im Traum. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt heirate. Alle Leute, das St. Markus geht in Venedig. Und jetzt müssen wir uns alle fertig machen. Ich muss fertig machen, in halb schon kommt der Fotograf und meine Schwester schon nicht fertig. Ich weiß gar nicht, wo wir da kommen.
Ja, auf jeden Fall danke. Habt einen schönen Abend, oder? Ja, wir haben alle einen schönen Abend. Okay, danke. Danke, ciao. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Dennis hat seinen Anzug an. Ich zeige ihn euch nachher nochmal. Der Iggy ist irgendwo hinter uns. Habe ich auch filmen? Ja. Ja, jetzt ist es ernst. Auf jeden Fall ist es nicht so heiß wie zum gestern. Glück, wie gestern. Ja. Schatzi, wie ist es jetzt, Trauzeuge zu sein auf einer Hochzeit? Schön. Ja. Wir stehen jetzt hier Spalier und warten, bis das Brautpaar rauskommt. Da kommen die Fotografen. Wir sind jetzt im Boot-Taxi, und zwar werden wir jetzt zur Location gefahren. Wir gehen nämlich woanders hin essen. Erst war geplant, am Hotel essen zu essen, aber irgendwie durfte man da nicht so lange Musik spielen, und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zur Location. Also ist ein bisschen weiter weg. Guck, wie schön das da ist. Dennis hat voll den schönen Anzug an. Ja, der gefällt mir. Das ist unsere kleine Überraschung, und zwar die Helium-Luftballons. Was? Er kann nicht in die Hocke. Dann holen wir die Luftballons raus. Die sind im Karton. Andere Seite. Ja, das sind die Luftballons, und Luana hilft uns dabei. Hi. Hallo. Vorspeise, oh mein Gott, ich liebe italienisches Essen, sieht so lecker aus. Yummy. Ist heiß? Heiß ist kalt dagegen, würde ich sagen. Aber alles gut, heiß ist kalt. Und wie fühlt es sich an als frisch verheiratet? Gut. Besser die andere Sache, kann ich dir sagen, das muss was sein. Endlich geschafft. Komm mal, Sam. Wir holen die Luftballons. Jetzt schon. Und dann verteilen wir die an jeden eins. Aber die Links. Essen noch, Schatz. Bis wir alle geholt haben, dauert es ja. Die essen noch, die Leute. Siehst gut aus, Meißle. Knackiger Arsch. Das ist jetzt schon der dritte Gang. Ich glaube, ich habe den zweiten Gang vergessen zu filmen. Ohne Worte, danke für den ganzen Tag. Perfekt. Ich bin gespannt, was im Klima kommt.
wie lecker das aussieht. Charme fand ich auf jeden Fall oben. Jetzt gibt es die Hochzeitstorte. Übrigens, meine Haare, die stehen zu Berg, weil sie gefühlt, keine Ahnung, 100% Feuchtigkeit hat. Das ist unser Geschenk. Voll schön. Morgen, meine Lieben. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet. Oh mein Gott, es war ein Tag. Es war auf jeden Fall eine richtig tolle Hochzeit und wir haben es alle total genossen. Es war wirklich richtig schön. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke sammeln. Jetzt habe ich mich schon umgezogen. Wir sind jetzt auf dem Weg raus. Was heißt schon? Es ist 12. Wir sind um 12 aufgestanden und ich hasse es, wenn man irgendwo im Urlaub ist, zu spät aufzustehen. Naja, aber wir waren gestern total müde und jetzt gehen wir raus, was essen und erkunden Venedig. Schatz. Ja, was ja? Hallo. Wir sind jetzt alle zusammen auf dem Boot Nummer 1 und fahren. Achtung, Achtung, wohin? Achtung. Wohin fahren wir, Sharon? Fahren wir, Sharon? Ja, Zale Roma, am anderen Ende von Venedig. Genau, wir erkunden heute. Oh, ich bin überlichtet. Wir erkunden heute alle zusammen nochmal Venedig. Wir laufen jetzt los, Dennis ist nicht so begeistert. Einfach die Sonne ist zu krank, Alter. Ja, die Sonne ist echt krass. Aber es ist so schön hier. Also es ist wirklich ja, schön hier. Und wir genießen es jetzt auch heute nochmal mit dem Brautpaar. Jetzt gibt's Pizza. Yummy. Ja. Wir sind jetzt an der berühmt-berüchtigten Rialto-Brücke. Anscheinend sind da drin auch Läden. Das sehen wir jetzt gleich. Weißt du, wie findest du es bis jetzt? Wie du es bis jetzt findest? Tipptopp. Ja, es ist echt heiß, aber schaut mal, das ist die Rialto-Brücke. Kann man drüber laufen. Da gibt es überall kleine Geschäftchen. Wir müssen weiter. Aber Venedig ist echt schön. Ich renne meistens vor, weil der Dennis mir einfach zu lang braucht. Und hier ist eine Katastrophe übrigens mit dem Aufzug. Wenn ich schimpfe will, kommt das sofort. Also, wir sind jetzt zusammen auf dem Boot. Ich zeige euch mal die anderen. Wartet, jetzt seid ihr fokussiert. Jetzt könnt ihr nochmal winken. Und zwar machen wir die typische Gondelfahrt, die man in Venedig, glaubt man, machen muss. Übrigens kostet die abends mehr als morgens. Also abends kostet die 100 Euro, schon teuer. Aber wir haben sie uns durch 6 geteilt. Dann geht es voll. Und ja, ich sitze extra hier vorne, damit ich ein Foto machen kann. Leute, und zwar, es gibt auch hier in Venedig Ebbe und Flut. Und wenn Flut ist, ist hier dieser St. Markusplatz voller Wasser. Und es gibt auch Tage, wo es richtig bis zu den Knöcheln steht, das Wasser. Und da muss man so Barrieren aufbauen oder aufstellen, wo man drüber laufen kann. Und dann kann man nämlich auch nicht mit den Booten richtig fahren, weil man unter die Brücken nicht richtig durchkommt. Das ist ganz spannend hier. Und es ist echt einfach hier Wasser, obwohl es nicht geregnet hat. Es kommt aus dem Gully raus. So, Abenteuer Venedig ist vorbei. Ich bin schon wieder mit dem Bräutigam. Hi. Ich hab Sharon hier gar nicht oft gefilmt. Auf jeden Fall fahren wir jetzt im Taxi zurück zum Auto und dann sagen wir jetzt Tschüss, oder? Ade. Danke fürs Zuschauen und gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. In Venedig muss man sich küssen. Ey Leute, ich bitte euch.